Heute für euch die 10 mächtigsten Reinblutzauberer in Harry Potter. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werde ich ein Ranking durchführen. Bisher habe ich eine Menge verschiedener Charaktertypen gerankt. Ich habe die stärksten Slytherins, Gryffindors, Hufflepuffs, Ravenclaws, Auroren, Todesser, Mitglieder von Dumbledores Armee, Mitglieder des Ordens des Phönix und mehr in eine Rangliste aufgenommen. Aber was ich noch nicht gemacht habe, ist eine Rangliste der mächtigsten reinblütigen Zauberer in der zaubernden Welt. Der Blutstatus ist einer der umstrittensten Aspekte der Zaubererwelt, ein Konzept, bei dem Zaubererfamilien nach dem Grad der magischen Begabung ihrer Familienmitglieder unterschieden werden. Im Allgemeinen werden die Menschen in eine der folgenden Kategorien eingeteilt: reinblütig, halbblütig oder muggelstämmig. In der Harry Potter Geschichte lernen wir eine ganze Reihe von Personen kennen, die aus diesen reinen Blutlinien stammen und sie scheuen sich auch nicht, uns daran zu erinnern, wie zum Beispiel die Malfoys. Was wir jedoch nicht vergessen dürfen, ist, dass der Status des reinen Blutes am Ende des Tages eigentlich nichts bedeutet. Die mächtigsten Reinblüter sind nicht die mächtigsten Zauberer. Eine Top 10 Liste der mächtigsten Zauberer würde nur ein paar der Personen in dieser Liste enthalten. Die meisten mächtigen Hexen und Zauberer in der Welt der Zauberer sind in Wirklichkeit Halbblüter. Bevor wir anfangen, möchte ich noch ein paar Dinge erwähnen. Zunächst einmal werde ich die Gründer von Hogwarts und die Gebrüder Peveril aus dieser Liste herauslassen, da sie mir meiner Meinung nach zu stark sind und diese Liste alleine füllen könnten. Zweitens werde ich mein Bestes versuchen, nur eine Person aus jeder Zaubererfamilie aufzunehmen, da die Liste sonst mit einem einzigen Nachnamen ziemlich überfüllt sein könnte. Drittens möchte ich, dass ihr dieses Video anhaltet und eure Top 10 unten in die Kommentare schreibt, bevor ihr eintaucht. Aber wie auch immer. Hier ist meine Top 10 der mächtigsten reinblütigen Zauberer in der Welt der Zauberer. Nummer 10. Bill Weasley. Bill Weasley war das älteste Kind der Weasleys. Er wurde 1970 geboren. Er besuchte Hogwarts zwischen 1982 und 1989 und war während dieser Zeit sowohl Präfekt, also Vertrauensschüler, als auch Schulsprecher. Bill wird von vielen als der mächtigste der Weasleys angesehen, vor allem wegen seiner Fähigkeit als Fluchbrecher. Ein Fluchbrecher entfernt, kontert und bricht Flüche, die auf Gegenstände gelegt wurden. Dieser Beruf gilt als äußerst anspruchsvoll und besonders gefährlich. Er erfordert ein komplexes Verständnis von Magie und die Fähigkeit, ein breites Spektrum verschiedener Zaubersprüche anzuwenden. Bill war hochqualifiziert in Arithmetik, Duellieren, Verwandlung, Beschwörung, Zauberei, Zaubererschaffung, Wahrsagerei und sogar in den dunklen Künsten. Bill war wirklich ein mächtiger Zauberer. Nummer 9. Frank Longbottom. Frank Longbottom taucht in der Geschichte nicht oft auf, hauptsächlich weil er tragisch während des ersten Zaubererkrieges verunglückte. Frank und seine Frau Alice Longbottom, die Eltern von Neville Longbottom, waren beide kräftige Auroren, die dem Orden des Phönix beitraten und sich Voldemort entgegenstellten. Unglücklicherweise waren sie viel zu gut in ihrem Job. Sie widersetzten sich Voldemort dreimal und nahmen viele seiner Todesser gefangen, die sie dann einsperrten. Diese Tapferkeit brachte sie dann ins Visier und sie wurden verfolgt. Eines Tages wurden Frank und Alice von Bellatrix, Barty Crouch Jr. und Rodolphus Lestrange mit dem Cruciatusfluch angegriffen und gefoltert. Obwohl sie den Angriff überlebten, waren sie danach nicht mal in der Lage, ein normales Leben zu führen und wurden praktisch für wahnsinnig erklärt. Die Tatsache, dass Frank zur Zielscheibe wurde, zeigt, dass er ein äußerst wertvoller Aktivposten für den Orden des Phönix war und höchstwahrscheinlich ein sehr mächtiger Zauberer, der seinen Platz auf dieser Liste verdient hat. Nummer 8. James Potter. James Potter war ein britischer Reinblutzauberer, geboren am 27. März 1960 als Sohn von Flemont und Euphemia Potter. Wie die anderen Rumtreiber war James sehr begabt auf dem Gebiet der Verwandlung, dass er bereits im erstaunlichen Alter von 15 Jahren ein Animagus werden konnte. Nachdem er diese bemerkenswerte Leistung erfolgreich vollbracht hatte, konnte er sich in einen Hirsch verwandeln, wann immer er wollte. Um ein solches Kunststück zu vollbringen, musste James auch über ausreichende Kenntnisse in der Herstellung von Zaubertränken verfügen, denn für die Initiierung des Animagus-Prozesses war ein spezieller Animagus-Trank erforderlich. Ein hochkomplizierter Zaubertrank, der außergewöhnliche Fähigkeiten in der Zaubertrankherstellung erfordert. Neben Verwandlung und Zaubertrankherstellung war James auch ein talentierter Duellant, der Snape bei zahlreichen Gelegenheiten besiegt hatte. Er war ebenfalls ein versierter Zauberkünstler und beteiligte sich zusammen mit den anderen Mitgliedern seiner Gruppe an der Erstellung der Karte des Rumtreibers.
Nummer 7. Sirius Black. Sirius Black, der Patenonkel von Harry Potter und Mitglied der Familie Black, begann seine Ausbildung in Hogwarts im Jahr 1971, zusammen mit den anderen Rumtreibern. Während seiner Schulzeit war er ein talentierter, wenn auch rebellischer junger Mann, mit einer außergewöhnlichen Begabung für die Ausübung von Magie. Obwohl Sirius magische Entwicklung durch die lange Zeit, die er in Azkaban verbrachte, etwas gehemmt wurde, war er am Ende dennoch ein äußerst mächtiger Zauberer. Er war nicht nur geschickt in der Verwandlung und wurde schließlich ein Animagus in der Form eines schwarzen Hundes, sondern beherrschte auch das Duellieren, die Trankherstellung, das Herstellen von Zaubersprüchen, nonverbale Magie und sogar Okklumentik. Nummer 6. Molly Pravitt. Als nächstes haben wir Molly Pravitt, oder wie die meisten von euch sie kennen, Molly Weasley. Molly stammte aus einer mächtigen, reinblütigen Zaubererfamilie. Diese Familie brachte viele mächtige Hexen und Zauberer hervor, darunter Mollys Brüder Gideon und Fabian, die im ersten Zaubererkrieg gegen die Todesser kämpften. Mollys größter Triumph war der Sieg über die mächtige Hexe Bellatrix Lestrange, eine der herausragendsten Hexen der Zaubererwelt und eine treue Anhängerin von Lord Voldemort. Obwohl sie oft als unscheinbare mütterliche Figur dargestellt wurde, die für ihre liebevolle Art bekannt war, bewies Molly während der Schlacht von Hogwarts, dass sie in der Lage ist, selbst den mächtigsten Hexen und Zauberern überlegen zu sein. Sie beherrschte Duelle, Zaubersprüche, Heilmagie, Zaubertränke, Verwandlung und sogar einige dunkle Künste. Nummer 5. Horace Slughorn. Professor Horace Slughorn war ein britischer Zauberer, der an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei lehrte. Er genoss einen hohen Respekt und war sowohl ein Meister der Zaubertränke als auch Leiter des Hauses Slytherin. Slughorn galt als brillanter Mann und einer der talentiertesten Zaubertrankmeister seiner Zeit. Seine Cleverness, Weisheit und sein umfangreiches Wissen machten ihn zu einer außergewöhnlichen, mächtigen Persönlichkeit. Während der Rückkehr der Todesser versuchten sie mehrfach, Slughorn zu rekrutieren, obwohl er seine eigenen Fähigkeiten eher bescheiden einschätzte. »Was würden die Todesser von einem alten, heruntergekommenen Spießer von mir wollen?«, fragte er einmal. Doch in Wahrheit war Slughorn nicht nur ein Meister der Zaubertränke, sondern auch ein begabter Duellant, Experte in Verwandlung und Verklärung, Okklumentik, Zauberei, Praktiker der dunklen Künste und, wie sich herausstellte, ein hervorragender Klavierspieler, auch wenn das nicht zu sagen hat. Nummer 4. Kingsley Shacklebolt. Kingsley Shacklebolt war ein britischer Reinblutzauberer, Mitglied des Ordens des Phönix, ein mächtiger Auror und später Zaubereiminister. In seiner Jugend besuchte Shacklebolt Hogwarts und zeigte herausragende Leistungen bei seinen Abschlussprüfungen, was ihm den Weg zur Auror-Karriere ebnete. Vor seiner Amtszeit als Zaubereiminister war Kingsley ein hoch angesehener Auror mit einem breiten und starken Repertoire an magischen Fähigkeiten. Shacklebolts Kollegen im Orden des Phönix schätzten ihn sehr, und selbst Lord Voldemort erkannte Kingsleys Stärke als Zauberer an. Wenn das kein Hinweis auf seine Macht ist, dann weiß ich auch nicht, was es ist. Nummer 3. Alistair Moody. Alistair Moody, von vielen als der berühmteste Auror aller Zeiten angesehen, war ein äußerst beeindruckender Zauberer. Moody trat während des ersten Zaubererkrieges dem Orden des Phönix bei und wird dafür verantwortlich gemacht, eine bedeutende Anzahl von Hexen und Zauberern nach Azkaban gebracht zu haben, ein Umstand, der ihm einen Ruf unter den dunklen Kreaturen einbrachte. Moody war ein herausragender Jäger und Krieger gegen dunkle Magier. Er war bereit, alles zu tun, was nötig war, um zu siegen, und diente mit großer Ehre während seiner gesamten Karriere. Er verlor sogar sein Auge, ein Bein und eine Nase während seiner Kämpfe gegen die Todesser. Moody war nicht nur unglaublich mutig, sondern auch extrem mächtig, besonders in seiner Blütezeit. Er beherrschte eine Vielzahl von Fähigkeiten, darunter die dunklen Künste, die Verteidigung gegen die dunklen Künste, das Duellieren, die Zauberei, die Verwandlung, Zaubertränke, Kräuterkunde, Erscheinung, Fliegen, nonverbale Magie und sogar Okklumentik. Nummer 2. Barty Crouch Jr. Barty Crouch Jr. war ein britischer Reinblutzauberer und Sohn eines hochrangigen Beamten des Ministeriums, Barthemius Crouch Senior. Schon in seinen Teenagerjahren schloss sich Barty Crouch Jr. den Todessern an und hatte eine lange Geschichte mit ihnen. Besonders bekannt wurde er dafür, dass er den mächtigsten Mad-Eye Moody entführte und für ein ganzes Jahr lang an seiner Stelle in Hogwarts seine Rolle übernahm. Beeindruckenderweise blieb er dabei sogar dem äußerst aufmerksamen Professor Dumbledore unentdeckt. Barty Crouch Jr. war in vielen Bereichen der Magie äußerst begabt und bekannt für seine Fähigkeiten in Duellieren, in der Zaubertrankherstellung, in Zaubersprüchen, Transfiguration, Okklumentik, nonverbaler Magie und vielem mehr. Doch was ihn wirklich gefährlich machte, war seine außergewöhnliche Intelligenz. Er erreichte ganze 12 Owls während seiner Zeit in Hogwarts. Ich bin überzeugt, dass Crouch einer der am meisten unterschätzten Zauberer in der Geschichte ist.
Nummer 1. Bellatrix Lestrange. Bellatrix Lestrange, geboren als Bellatrix Black aus dem Hause Black, war eine furchterregende, reinblütige Hexe aus einer langen Linie von mächtigen Hexen und Zauberern mit einer verdrehten Agenda. Bellatrix ist zweifellos eine der mächtigsten Personen der Welt der Zauberer und rangiert im Grunde genommen nur hinter Dumbledore, Voldemort, Grindelwald und vielleicht Snape, wenn es um rohe Macht geht. Sie war eine bekannte Anwenderin des Cruciatus-Fluches und besaß beträchtliche Kenntnisse der dunklen Künste. Zusätzlich zu ihrer Erfahrung im Duellieren war sie eine Expertin in Zaubersprüchen, eine mächtige Okklumentikerin und eine zähe Kämpferin. Ja, Bellatrix wurde von Molly Weasley besiegt, aber ich denke, es ist sicher anzunehmen, dass sie sich einfach von ihrem Ego hat leiten lassen. Hätte sie Molly nicht unterschätzt, wäre sie vielleicht heute noch am Leben. Und das war's auch schon mit dieser Liste. Wie seht ihr dazu eure Liste im Vergleich? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.